Ja, in dem folgenden Video soll es um die Bewertung von Anlagevermögen gehen, und zwar um die Bewertung nach dem Handelsrecht HGB. Es ist ein Grundlagenvideo, in dem ich zeigen will, was bei einer dauerhaften und bei einer vorübergehenden Wertminderung passiert. Ja, so eine Bewertung ist ja immer nur dann nötig, wenn sich der Wert laut unserer Buchhaltung mit dem Marktpreis am 31.12. unterscheidet. Wenn beide Werte gleich wären, dann müssten wir nichts entscheiden, dann wäre es ja eindeutig. Aber wenn die sich eben unterscheiden, wenn die differieren, dann müssen wir sagen, welchen Wert wir denn nehmen. Und deswegen steige ich mal hier bei der dauerhaften Wertminderung ein und gehe mal hier runter zu dem Beispiel und nicht schon gleich zu der Begründung. Dann wird das wahrscheinlich klar. Es geht hier um ein Grundstück am 31.12. Dann müssen wir nämlich bewerten. Das ist der Bilanzstichtag bei uns. Und jetzt ist der Regelwert, das ist der reguläre Wert, wie er es schon sagt, laut unserer Buchhaltung von diesem Grundstück 200.000 Euro. Aber der Zeitwert, das ist ein Synonym für Marktpreis, der ist eben auf 180.000 Euro gesunken. Da gibt es verschiedene Gründe für. Bei einer dauerhaften Wertminderung ist es eben oft so, dass jetzt irgendein Unfall war, das Grundstück würde verschmutzt, verseucht, ist deshalb im Wert gesunken. Der zweite Fall ist, dass da eine Baugenehmigung nicht erteilt wird, die wir bräuchten, um das Grundstück zu nutzen. Beides sind Fälle, wo das ja dauerhaft so bleibt. Ja, und jetzt unterscheiden sich die beiden Werte und die Frage ist doch, welchen nehme ich? Lasse ich das auf 200.000 Euro oder muss ich das runtersetzen auf 180.000 Euro? Und jetzt springe ich hier oben in die Begründung. Bei einer dauerhaften Wertminderung, ich habe alles unterstrichen, was wichtig ist, besteht eine Abschreibungspflicht. Wir müssen also den niedrigeren Wert ansetzen. Und da steht auch im nächsten Satz, der niedrigere Zeitwert muss angesetzt werden. Und das Prinzip, um das es hier geht, ist das gemilderte Niederstwertprinzip. Und das zieht sich durchs ganze Anlagevermögen. Das heißt also immer so. Und wenn wir den niedrigen Zeitwert ansetzen müssen, dann sehen wir hier auch den Folgepfeil. Der Bilanzansatz am 31.12. ist dann also 180.000 Euro. Wir müssen das Grundstück außerplanmäßig abschreiben und dazu gibt es auch Videos, die das erläutern, zeigen und auch buchhalterisch erfassen. Und jetzt gibt es natürlich auch eine Wertminderung, die nur vorübergehend ist. Und jetzt sehen Sie schon, wir haben hier zwei Zeilen, denn da gibt es eine Unterscheidung. Und zwar gibt es jetzt hier einen Sonderfall bei den Finanzanlagen. Und ich sage gleich dazu, bei einer dauerhaften Wertminderung ist es bei den Finanzanlagen auch so, dass eine Abschreibungspflicht besteht. Aber bei einer vorübergehenden Wertminderung ist es anders. Wir gucken uns den Fall an. Es geht um eine Beteiligung. Eine Beteiligung kann ja auch eine Firma an einer anderen Firma halten. Das ist also ein klassisches Finanzanlagenprodukt. Die Beteiligung hat einen regulären Wert von 200.000 Euro und der Marktpreis am 31.12. ist jetzt 180.000 Euro. Und bei so einer Beteiligung, die ja vielleicht an der Börse gehandelt wird, ist es schon öfter so, dass das nur eine Marktpreisschwankung ist und diese Schwankung ist ja dann eben nicht vorübergehend. Die kann am nächsten Tag oder nach einer Woche oder zwei eben wieder vorüber sein. Und jetzt ist die Begründung folgende: Bei einer vorübergehenden Wertminderung besteht ein Abschreibungswahlrecht. Wir können jetzt als Firma also entscheiden, was wir machen. Der niedrigere Zeitwert kann angesetzt werden und kann bedeutet eben nicht muss. Wir können selbst entscheiden. Und über das Prinzip haben wir schon einiges gesagt. Das ist wieder das gemilderte Niederstwertprinzip, das eben beim Anlagevermögen gilt. Und jetzt haben wir die Auswahl am 31.12. Lassen wir das auf 200.000 Euro oder setzen wir es herab auf 180.000 Euro? Und jetzt fragen Sie vielleicht, ja, was nehme ich denn jetzt? Das kommt ganz darauf an, welches Ziel die Firma verfolgt. Möchte die Firma einen geringen Gewinnausweis oder wenig Dividende an ihre eigenen Aktionäre ausschütten, dann nimmt sie den niedrigeren Wert, denn dann muss sie ja abschreiben. Und eine Abschreibung ist ein Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung und ein Aufwand mildert doch immer das Jahresergebnis. Also das heißt, bei dem Ziel eines niedrigen Gewinnausweises, einer niedrigen Dividende an die eigenen Aktionäre, würden wir auf 180.000 abschreiben. Und wenn wir uns jetzt möglichst gut darstellen wollen in der Außenwirkung, dann lassen wir das auf 200.000 Euro. Es könnte ja sein, dass wir neue Investoren anlocken wollen oder wir möchten bei der Bank einen neuen Kredit aufnehmen. Da möchten wir uns ja möglichst positiv darstellen. Dann würden wir eben nicht abschreiben, dann würden wir den Wert auf 200.000 Euro lassen. Bei dem sonstigen Anlagevermögen, also allem anderen als den Finanzanlagen, verhält sich es wie folgt. Jetzt habe ich wieder das Grundstücksbeispiel. 200.000 Euro ist der reguläre Wert, 180.000 wäre der Marktpreis.
Und jetzt ist die Frage, was würde passieren, wenn das nur vorübergehend ist? Und das könnte ja auch sein. Es gibt ja auch vorübergehende Schwankungen in den Grundstückspreisen, die sich wieder erholen. Das könnte schon sein. Bei einer vorübergehenden Wertminderung besteht dann aber ein Abschreibungsverbot. Da dürfen wir gar nicht abschreiben. Der niedrige Zeitwert darf nicht angesetzt werden. Das Prinzip kennen wir. Das bedeutet also, wir müssten den Wert auf 200.000 Euro belassen.